Schönen guten Tag, liebe Zuschauer, liebe Freunde des offenen Kanals Wettin bei Halle. Mein Gesicht ist schon ein wenig bekannt, denke ich. Ich habe, glaube ich, 3, 4 Sendungen hier gemacht. Mir hat es immer sehr gut gefallen. Vor allem in Wettin bemüht man sich auch immer um so ein Ambiente oder so ein Umfeld. Und jetzt sehe ich hier, wenn ich über die Kameras drüber hinweg schaue, ja, sehe ich die Templerkapelle, die ich schon kenne seit 30, 40 Jahren, wo die nun mal kaum eine Rolle spielte und kaputt war. Und jetzt ist es so schön geworden und darüber freue ich mich erstmal. Ich habe heute ein ganz großes Thema mitgebracht. Ich hatte mit jemandem darüber gesprochen und man sagte zu mir, Mensch, du wirst jetzt 77 Jahre alt, so lange stehst du nicht mehr zur Verfügung. Das kann man ja umschreiben, wie man will. Und das bezieht sich sicher auf die Lebenszeit. Und mein größtes Thema in meinem Leben war die Abhängigkeit von einer Sucht oder von mehreren Süchten. Ich bin da schon fast 42 Jahre davon weg und möchte einfach mal zurückgreifen so auf mein Leben. Also ich bin 1947 geboren. 1946, 47 war der kälteste Winter in der gesamten Aufzeichnung der Wetternachrichten. Der Sommer 1947 war einer der heißesten Sommer. Er wurde jetzt erst wieder übertroffen, der zweitheißeste Sommer in der Geschichte der Wetteraufzeichnung. Das heißt, ich habe als Kind schon im Bauch meiner Mutter und danach wahrscheinlich schon viel aushalten müssen, um das mal so zu umschreiben. Ja, und zur Biografie gibt es noch zu sagen, ich bin als Kind, sind wir in die Bundesrepublik Deutschland rüber, die Eltern mit uns, 5 Kindern. Ich habe dort 6, 7 Jahre die Schule besucht und mit 13 Jahren wieder in den Osten mit meinem Papa zurückgekommen. Und dann und der starb einfach viel zu schnell und viel zu unverhofft. Und es war die Mauer da und ich bin mit den jüngsten 3 Geschwistern in der DDR geblieben. Ja? Und meine Mutter und meine ältesten 3 Geschwister sind in Krefeld am Rhein. Ja, und jetzt komme ich auf das Thema. Das Thema ist, das umschreibe ich mal so, niemand hat mir gesagt, wie ich leben soll. Und ich habe festgestellt, dass es viele Menschen gibt, die nicht wissen, wie sie leben sollen. Die wissen zwar, wie sie leben müssen, wenn sie früh aufstehen. Sie wissen zwar, wie sie leben wollen, wenn sie viel Geld hätten oder auch nicht. Aber wie man leben soll, wer das einem erzählt, das können höchstens die Eltern sein, das können die Lehrer sein, das kann ein Pfarrer sein, das können Freunde sein. Es ist ein schwieriger Vorgang. Und wenn man nicht weiß, wie man leben soll und hat dann noch Feinde, das Leben ist ja auch voller Feindschaft, die Feindschaft zum Beispiel, man findet keinen Job, findet keine Identität oder keine Partnerbeziehung oder wird süchtig oder verändert sein Leben in der Welt so, dass man ins Unglück kommt oder wird krank. Es gibt also viele, viele Einschränkungen im Leben, die alle dazu bestimmt sind, eigentlich das Leben unbillig, schwer und hart zu machen. Und wie kommt da einer, so wie ich, jetzt mit fast 77 Jahren zurecht mit einer solchen Biografie, also als Kind dann mal außerhalb dieses damaligen Landes, dann wieder im Land und dann einer, der sich sehr bemüht hat, in dieser Gesellschaft damals zurechtzukommen, in der DDR, in der sozialistischen Demokratie, sehr umstritten vielleicht aus heutiger Sicht ist und auch sein sollte. Und wie ich dann später zurechtgekommen bin. Ja, und jetzt möchte ich mal vielleicht das weiter fortsetzen. Also mir hat niemand gesagt, wie ich leben soll. Ich hatte keinen Weg und keine Orientierung. Und ich habe das natürlich herausgefunden, wie ich leben soll. Aber ich habe viele Jahre dazu gebraucht. Und ein Weg, einer der wichtigsten Wege ist der, und da lese ich mal jetzt mal so eine Seite vor, der des Loslassens oder des Neinsagens oder des Kapitulierens. Das heißt, etwas loslassen, sagen, das ficht mich nicht an, das ist für mich nicht bestimmt, das schaffe ich nicht, hier gebe ich auf, hier sage ich nein.
Und jeder, der das Leben recht gut kennt schon und schon ein bisschen älter ist, so ab 25, 30, da weiß es verdammt schwer, Nein zu sagen. Ja? Ob das die Gründung der Familie ist, die Arbeit ist. Man sagt immer gerne vorauseilend Ja und stellt dann hinterher fest, oh Gott, das war gar keine gute Entscheidung. Ich hätte ja doch eigentlich bei dem Nein bleiben müssen, denn in meinem Herzen ja, bin ich ja doch ein Neinsager. Nun habe ich... bin ich jemand, der 42 Jahre fast trocken ist. Irgendwann hat zu mir jemand mal gesagt, ich wäre sowas wie so ein Generalalkoholiker oder ein Generalnikotiner, also ein Süchtiger. Und ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der so lange abstinent gelebt hat. Und das lag daran, dass ich in Halle irgendwann mal 1976 im Bergmannstrost, das ist ein Krankenhaus in Halle, wach geworden bin nach einem Predilier. Ich war in Lebensgefahr gewesen durch Alkohol, denn ich wollte mich umbringen. Sowas kommt ja auch mal vor, dass man sich umbringen will im Leben. Hoffentlich nicht ein paar Mal es versuchen, denn irgendwann kann es ja klappen, dann war es dann vorbei. Also unser Verstand, auch mein Verstand, wird mit ständiger Anregung beschenkt. Das passiert ganz einfach. Dafür sorgen fünf Sinne. Jeder kennt sie: sehen, hören, tasten, riechen, schmecken. Was machen diese Sinne mit mir? Sie sorgen dafür, dass ich die Welt ringsum sortieren, verstehen und auch entdecken kann. Das kann ja auch jeder. Wir sind neugierige Menschen, Interessierte und auch Beschützte. Und alles machen unsere Sinne. Sie wollen oft aber auch wissen, was denn hinter den Dingen, Sachen oder Ländern oder sogar der ganzen Welt steckt. Dafür haben wir eben unseren Verstand, der sich erinnern, der Vorausdenken und sogar Vorgänge, die noch nicht passiert sind, durchdenken kann. Und jeder kennt sie, die Wissenschaft, die Erlebnisbereiche, die Erfahrung und natürlich auch die Fantasie, das weiteste Feld des Menschen überhaupt. Damit kommen wir alle eigentlich gut zurecht, ja, bis sich Hindernisse, Probleme, Konflikte und Erfahrungen gegen unsere Neugier oder unser Wissen stellen. Und natürlich kann man sich helfen lassen, da gibt es die Gesellschaft, die uns bei allem hilft, was uns fehlt. Erziehung, Studium, Schule, Beruf, ja auch Liebe, Zuneigung und Anerkennung. Dazu kommt noch Spiel, Spaß und Witz und man könnte meinen, das ist der Lack, der die ganze Welt zusammenhält und ich bin da mittendrin. Das ist zuerst natürlich richtig, wird aber gefährlich und problematisch, wenn unsere Wünsche, unsere Neugier und auch die Fantasie auf all das verzichten, was wir besitzen. Denn besonders wichtig ist ja unsere Leibhaftigkeit. Was ist eigentlich der Leib, der Körper oder kann man auch sagen, wer ist denn ich? Ich, das ist das einzige Eigentum, was mir nur selbst gehört. Und ich weiß inzwischen, mein Leib ist mein Zuhause. Ich habe für Kinder vor Jahren geschrieben, mein Leib ist mein Zuhause, darin wohne ich, darin fühle ich, darin denke ich und ich kann mich auf ihn verlassen oder auch nicht verlassen. Aber kommt der Schmerz, also Sucht, Suche oder ein Unglück und es fehlt Erfahrung und mangelndes Wissen, sie können mein Haus, in dem ich lebe, verstehe, zerstören. Der Verstand in meinem Leib erfährt ja mal viel Neues, darunter auch die Herabwürdigung und das Fehlen meines Selbstwertes. Und mein Verstand ist ständig und fast immer dem ausgesetzt, was gerade draußen geschieht. Man kann es auch den Alltag, den Augenblick oder das Jetzt nennen. Ein Mensch kommt einfach nicht von sich weg. Sein Haus, also der Leib, kann auch sein Gefängnis werden. Die Sinne sind nicht nur augenblicklich immer da, sie sind auch sehr animalisch, also tierisch. Ja, und diese Sinne, ja, wir können also nicht so tun, als gäbe es diese Eindrücke oder diese Sinne oder das Geschehen um uns herum nicht. Ich sagte ja gerade vorhin, ich sitze hier und schaue aus dem Fenster und sehe dann die Gut-Templer-Kirche hier. Ja, wir haben natürlich als Menschen, das ist jetzt so der zweite kleine Teil, ein Gedächtnis. Damit kann man Pläne schmieden. Wir vergessen vielleicht das, was uns nicht passt, aber das, was uns gefällt, das bewahren und pflegen wir. Erinnerungen sind gut oder schlecht und weil man sich an Glück gern erinnern möchte, anders ist es natürlich mit dem Pech. Das eine möchte man gern wiederholen, das andere tunlichst vermeiden.
Vor 42 Jahren, ich war damals 35 Jahre alt und deswegen sitze ich hier und das will ich erzählen und sagen. Ja? Also ich stand mitten im Leben in der besten Zeit. Ja? Da hatte ich einmal alles verloren oder abgegeben. Und ich hatte auch die Hoffnung auf kommende Zeiten, ich nenne sie mal Zukunft, in dem Moment nicht mehr in Sinn. Damals war ich ein nasser Trinker geworden, medikamentenabhängig, ein Kettenraucher mit 60 Zigaretten täglich und fühlte mein Lebensende kommen. Ich stürzte in ein Predelir ab und das ist, wenn meine Sinne versagen oder auch der Leib sein Leben aufgeben möchte. Und in dieser Zeit, wie gesagt, es war vor fast über 40 Jahren, fand ich eine Gruppe von Menschen, die der Sucht und der Suche nach dem vermeintlichen Glück abgeschworen hatten. Sie waren nüchtern geworden. Und diese Nüchternheit, für die stehe ich seit über 40 Jahren. Ich habe 3 bis 5 Jahre nach Vorbildern gesucht. Ich habe Tag für Tag sogar trocken gelebt. Und ich war ständig auf der Suche nach meinem neuen Glück, das ich ahnte. Oder man kann es auch auf der Suche nach einem anderen Leben nennen. Ein Leben ohne Krankheit und Tod schien mir nur noch lebenswert, ein anderes nicht mehr. Und heute nenne ich diese Suche den schweren Weg zur klaren Quelle des Nüchternseins im Verstand. Ich kann auch sagen, es war die Suche nach dem Wasser in der Wüste des Ausgestoßenseins. Ausgegrenzt, entwürdigt, kaputt, der ist schon tot, der ist eine Leiche, die vergessen hat zu sterben. Das wurde über mich gesagt. Wie ist das gekommen? Ich war als junger Mensch mit 19 Jahren unterwegs nach Leuna. Leuna bringt Wohlstand, Schönheit und Glück. Und ich habe ein neues Leben dort versucht anzufangen. Ich war auf Montage. Ich hatte vorher den Beruf eines Baggerfahrers gelernt. Ich habe den Beruf eines Volontärs als E-Monteur Energie gelernt. Und habe dann in Leuna nochmals angefangen, einen Chemiefacharbeiter 3 Jahre auf Abendschule zu machen. Das war so ungefähr mein Glück. Und da ich ja kein Zuhause hatte oder keine richtige Kindheit hatte, ich habe das ja vorhin erzählt, dachte ich mir, naja, da gibt es ja diese Partei, diese SED, die hat große rote Brüste, du hast keine Mutter mehr, die lebt im Westen, also musst du jetzt an diesen Brüsten saugen und vielleicht das Leben neu beglücken lassen durch Ideologie. Das heißt, Ideologie durch eine Idee, die gesellschaftsfähig ist, die als Zukunft für die Menschen vorgegeben wird. Und ich hatte das Glück und ich durfte daran teilnehmen. Das ist erstmal eine große Erfüllung und das war auch sehr schön und sehr enthusiastisch. Ich habe es auch relativ weit gebracht, bis zum Nomenklaturkader der Bezirksleitung oder bis zum Thälmann-Banner bei Erich Honecker. Also ich war eine bedeutende Figur geworden. Ich war 29 Jahre alt. Ich konnte aber damals nicht schwindeln, lügen. Ich war lauter. Ich war immer jemand, der das sagen musste, was er denkt. Und das ist natürlich eine schlimme Erkrankung, ja, des Gemüts, wenn man das sagt, was man denkt. Man hat mehr Probleme als Freuden, das kann ich versichern. Und daraufhin bin ich dann irgendwann kollidiert mit meinen damaligen Genossen. Und zwar so heftig, dass ich zu einer riesengroßen Parteiversammlung aufgestanden bin und habe das Dokument der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland zerrissen. Das war schlimm. Hätte ich 10 Jahre vorher getan, hätte man mich wahrscheinlich erschossen. Das hat man mir hinterher gesagt. Das war so ein Eklat, das war furchtbar, ein Dokument einer Partei, einer kommunistischen Partei zu zerreißen. Und da wollte ich mich zu Tode trinken, weil ich Angst hatte, vor mir selbst auch. Das ist mir nicht gelungen und ich bin dann alkoholabhängig geworden. Und das ist jetzt eigentlich der zweite Teil der Geschichte. Diese Alkoholabhängigkeit, die ich ja erst nicht gemerkt habe, sie wurde ja erst als Anamnese und später erst wurde sie akut, ja, bis sie dann zum Entzug mich geführt hat, hat mich dazu geführt, ein zweites Mal zu heiraten, die Arbeit etwa 7, 8 Mal hinzuschmeißen. Also ich bin mein Leben insgesamt 36 Mal umgezogen, das geht auch, ja, man glaubt es ja nicht. Und ich habe aber sogar mal 20 Jahre in einem Haus gewohnt, was ich selbst gebaut habe. Also man kann doch im Leben so viel machen. Deswegen sitze ich ja auch hier, um zu sagen, Leute, gebt nicht auf, seid mutig, geht in die Zukunft, aber seid klar und nüchtern im Verstand. Ja. Ich habe damals in einer kläglichen Verlassenheit irgendwo gewohnt, in einer Einraumwohnung nach der zweiten Scheidung. Sowas ist mir auch passiert.
Also das kann man auch überleben. Ich hatte inzwischen mehrere Kinder, ich musste Unterhalt bezahlen. Und irgendwann sagte mir jemand, na, wenn du schon Sorgen hast, dann schreib das doch auf, was du für Sorgen hast, ja. Und ich habe festgestellt, mein Gott, das ist ja eine ganz gute Geschichte. Wenn man Sorgen hat und schreibt das auf, dann werden die Sorgen irgendwie kleiner. Sie verselbstständigen sich und man hat dann einen Gegenstand, mit dem man sich beschäftigen kann. Und diese Beschäftigung wurde dann so nach meinem Lebensinhalt. Ich habe mich beworben am Literaturinstitut in Leipzig und weil ich damals, glaube ich, gut schreiben konnte, haben die mich immatrikuliert, immerhin von 300 nur 20. Und ich habe Literatur studiert. Und da dachte ich mir, so geht dein Leben nicht mehr weiter. Und da habe ich das mit der Abstinenz begriffen. Genau in der Zeit, ja. Ich dachte, Mensch, hör doch auf, du kommst ja irgendwann um. Und das war mein großes Glück, das zu begreifen. Übrigens in der Stadtmission Halle, ja. Nicht unter vielen trockenen Trinkern, denen ich nichts glaubte erst. Und dann sahen die mich natürlich auch an, wie so eine, milde gesagt, wie so eine seltsame Kreatur. Was will der bei uns? Mehrere Berufe studiert. Aber sie hatten alle so eine ähnliche Biografie mit viel Höhen und Tiefen. Und dann habe ich angefangen, das Buch zu schreiben, Das letzte erste Glas. Das war also im Sommer 1982. Dieses Buch, also nicht dieses, aber insgesamt sind es 17 Mal aufgelegt worden, 245.000 Mal verkauft worden, dann im Buchclub 10.000 Mal versendet worden, dann haben die Staatssicherheit, die Bibliotheken und die Clubhäuser nochmal 20.000 gekauft und dann wurde dann aus dem Hardcover wurde dann ein Paperback und ich hatte dann mit einem einen Riesenerfolg. Das ist kaum zu glauben. Ich habe dann irgendwann 2000 Lesungen gemacht mit diesem Buch. Aber wie bin ich zu dem Buch gekommen? Das Buch war 82. Ich habe das, Weihnachten war ich damit fertig. Also ich habe ein Buch wie Hans Faller da in 3 Monaten geschrieben. Das war wie ein Rausch, ja. Das war wie ein Knall. Also ich habe mich hingesetzt und dann bin ich Heiligabend so etwas aufgewacht. Und dann mein 5. Kind, die wurde damals gerade so ein halbes Jahr alt, die Marianette, ja, die lag denn da unschuldig da im Bettchen. Und meine Frau sagte, willst du nicht Weihnachten feiern, Reinhard? Du musst mal aufhören mit dem Schreiben. Ja. Ja, und dann bin ich damit zum Verlag. Und dann begann natürlich eine neue Tortur, die eigentlich so ähnlich schwierig war wie das mit der SED. Man kann also, um dann mal was zu sagen zu einer Partei, man kann im Leben mehrere Male eine Partei loslassen. Eine Partei ist nicht das Weltgebäude, das ist nur ein Segment, das ist ein Stein, das ist vielleicht ein Pfeiler, aber es ist nicht mehr. Aber wenn man jung ist, so wie ich damals war, da dachte ich mir, es wäre die ganze Welt und es gibt keine andere Welt, sondern nur noch eine andere schlechte. Nicht? Das war natürlich zu wenig. Dann saß ich daran und habe dann in diesen Gruppenerfahrungen Menschen kennengelernt, habe deren Schicksale zusammengenommen und habe dann das letzte erste Glas geschrieben. Und es war und ist heute noch ein tolles Buch. Ja, aber ich habe ja nicht mit den Genossen des Ministeriums für Staatssicherheit gerechnet. Überhaupt nicht. Ja. Denn es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja, jetzt schreibt dieser Kritiker oder wie auch immer, dieser Idiot vielleicht auch. Ja. Jetzt schreibt er mit einem ein Buch in einem Land, wo es den Alkoholismus und wo es keine Süchte gab. In der DDR gab es keine Sucht, es gab nur Laster. Ja, und das war eigentlich das große Problem. Und man hat mein Buch insgesamt, das kam ja erst 86 heraus, man hat 5 Jahre meinen Freundeskreis, der jeden Monat zusammengekommen ist. Wir waren 20 Menschen gewesen, ja, Frauen und Männer. Wir haben Kuchen gebacken, wir haben Häuser gebaut, wir haben alles gemacht. Es war schwierig in der damaligen DDR. Und ich habe dann mein Buch in der Zeit immer versucht, nach vorne durchzusetzen, habe dafür gekämpft. Und da, ich habe ja später das alles hier, dann erzähle ich das noch hinterher, weil alles erstmal erfahren, was da gelaufen ist. Und irgendwann hat man gesagt, können Sie nicht was anderes schreiben? Jetzt haben Sie nur Literatur studiert. Und was soll denn das? Ein gutes Ende hat es ja auch nicht, was Sie da geschrieben haben. Und so schlimm ist doch unser Land nicht. Wir lieben doch alle unser Land und so weiter. Und irgendwann, im Jahre 86, bekam ich dann einen Verlagsvertrag. Und dann ging das los mit dem Buch. Ja, ungefähr wie heute, würde man sagen, geschnittenes Brot oder
weiß der Teufel was, als wenn es eine Jagd danach begonnen hätte, nach diesem Thema. Diese Leute, ich war damals im Schriftstellerverband der DDR und habe, das sind 48 Leute gewesen, davon waren 21 Informanten, Dissidenten, Petzen, Spitzel, sowas, die Richtung, nicht Dissidenten, sondern Petzen, Petzen und Spitzel. Diese Leute, denen auch meine Gäste oft waren, über die ich mich gefreut habe, haben eine Akte angelegt, die war dann, als ich die dann 1994 das erste Mal sah, von 2000 Seiten, also eine der größten Akten überhaupt. Und ich hatte ja eigentlich nichts weiter getan, als ein Buch über eine Sucht zu schreiben, die überall an jeder Hausecke zu sehen war und in jeder Kneipe und überall gang und gäbe war. Und das Buch war gut. Und trotzdem hat man, ich habe ja eine Stelle rausgesucht, da steht es dann drin, was so ein IM schreibt hier, also ohne Scheu, so nannten wir uns. Wir haben gesagt, wir haben zwar Angst, aber wir scheuen uns nicht davor. Wir sagen, das ist ein Thema, das muss raus, das muss. Wir wollten ja auch das Land ein bisschen retten, nicht nur das, wir hatten ja keine andere Alternative. Ja. Und darüber habe ich jetzt, nachdem ich die Akten alles, noch einen Roman geschrieben, über 400 Seiten. Ich habe ja eben erzählt, was das für ein Verbrechen war, also ein Buch über Sucht und Drogen zu schreiben, einer damals zu dem Thema sehr kritisch gegenüberstehenden Zeit. Wie gesagt, es gab nicht das, was nicht sein sollte. Und ich lese mal jetzt so eine kleine Passage vor, die damals geschrieben wurde, um zu verstehen, worüber und warum man sich so mit mir da gestritten hat. Denn es war ja ein richtiges, großes Problem daraus gemacht worden, wenn 21 Menschen einen ständig irgendwie beobachten, sagen, was macht er denn gerade oder so. Ja. Also das ist in dieser so eine Tetralogie, das sind vier Bände, ja, nicht das Ende von Babel. Babel ist bekannt, ja, Gewirr und Sprachen, Stadt und so weiter wurde verlassen. Und meine Figur sagt, die Stadt, es war ja meine Stadt, doch sie liebte mich nicht. Ich gehörte nicht zu ihr. Sie war nur für anständige Leute ein Ort. In ihrem Bauch konnte man hin und her ziehen, vom Rosengarten und von dort nach Trotha, und hatte man einen besonders putzigen Einfall auch nach Halle-Neustadt. Und dort im Gewirre der Plattenbauten, zwischen den Blocknummern, die nur die Taxifahrer kannten, in denen man sich auch verirren konnte, dort kam man früher nur hin, war man ein rechtschaffender Sozialist. Aber irgendwann durfte jeder diesen kantigen Trabanten bewohnen. Alle waren im Wettbewerb zu sozialistischen Persönlichkeiten geworden. Und inmitten der Stadt stehen diese alten fünf Türme. Man nennt die Stadt auch die Fünftürme-Stadt. Schönste Bauwerke in der deutschen Städtelandschaft, aber von den Menschen hingenommen, als wären sie keine Besonderheit. Und im roten Turm, da schlägt das Herz der Stadthalle. Der Glockenturm, der das Spielen verlernt hatte, der schaute die Zeit überdauernd stumm und befremdet auf die Menschen herab. Ich saß auf der Fensterbank im fünften Stock und vor mir öffnete sich die Stadt zum Tal. In der einen Hand die Zigarette, in der anderen die Flasche Bier und zwischen meinen Beinen den Fensterpfosten inmitten der aufgeschlagenen Flügel, in deren Scheiben sich die Häuserlandschaften spiegelten. Ich bin nun mal in diese Stadt gezogen, weil ich mein Glück machen wollte. Doch ich fand nur das Elend des Sozialismus in perfekten Worten, die das nicht erreichen konnten, was sie ständig versprachen. Ich schrie die Stadt an. Im Rücken spielte ein Orchester am Radio Max Bruch. Laut und betäubend schrie ich, du hast mir keine Heimat gegeben. Ein Dutzend Jahre irre ich in deinen Mauern herum und ich suche nach Geborgenheit. Das soll sie wohl sein, was da vor mir ist. Und ich wies auf die sterbenden Gebäude der Gründerzeit und ich rief, du bist doch selbst bald tot, so tot wie ich. Und ich hielt mich am Fensterrahmen fest und hob die Flasche hoch und da sah ich, wie die Türme in die Höhe schossen, bis sie über mir standen. Gern hätte ich mich zurück in die Wohnung verkrochen.
Es war unglaublich, die Stadt begann mit mir zu reden. Im Raunen und Rauschen der Bäume und des Verkehrs hörte ich sie sagen: Reg dich doch nicht auf, wer bist du denn? Über 1000 Jahre gebe ich Schutz, Ruhe und auch Recht. Und die Menschen wie du, Reinhard, die laufen in meinen Mauern wie im Gedärm eines Tieres aus Stein umher. Und sie sehen nichts, sie bauen nicht, sie wollen keine Schönheit mehr, sie haben keine Kraft. Und sie begreifen nicht, es ist die Zeit und das Tun, was die Heimat und die Geborgenheit ausmacht. Ich bin nicht Babel, ich bin Halle. Du bist wirr und irre. Beende diesen Zustand, sonst nimmt dir dein Leib das Leben. Deine Zeit ist ja um oder so jetzt. Meine Zeit, das sind hunderte von Generationen, die mir entsprungen sind und die ich wieder zu mir genommen habe. Auch Fremde wie dich nehme ich auf. Ich will aber mein Zuhause zurückhaben, ein wirklich gutes, liebesvolles Heim. Und ich begann zu heulen dort im 5. Stock auf der Fensterbank. Ich bin deine zweite Haut. Nur wer in sich selbst zu Hause ist, der findet seine Heimat. Und die Stadt, die deine zweite Haut ist, ist auch deine Stadt und das bin ich und du gehörst zu mir und du wohnst in meinen Mauern und trockne deine Tränen und schau mich an. Ein Kirchturm sprach diese Worte mit Glocken hinter vier Schalluken aus. Ich wusste, es sind nur Bilder im Verstand, die das Denken nicht fragen müssen. Sie sind da, übermächtig in den Ohren und vor den Augen und ich ließ mich fallen. Das Fenster war über mir. Aber ich blieb auf dem Boden im Wohnzimmer liegen und ich wagte es nicht mehr, aus dem Fenster zur Stadt zu schauen, auf meine zweite Haut, die mich behauste. Wochen später saß ich in einer Gaststätte im Süden. Ich wollte mir den weiten Weg durch die Stadt bis nach Hause sparen und bestellte ein Essen und der Kellner kam mit einem Tablett und verteilte Bier und vor mir setzte er versehentlich ein Glas ab und ging zum nächsten Tisch. Ich hatte es nicht bestellt, aber ohne Verstand griff ich das letzte Mal zum ersten Glas und kippte das Bier hinunter. Und danach beobachtete ich die Gäste, versuchte festzustellen, ob Bekannte unter ihnen wären und rief den Kellner nochmals herbei. Die Bierfahne würde jetzt jeder riechen können, dachte ich, mir wurde das egal. Ich trank danach 14 Tage und Nächte und ich trank, bis mich ein knirschendes Geräusch in der Wand weckte. Es beunruhigte mich und ich öffnete die Augen und sah die geleerte Flasche Kräuterlikör neben mir auf der Matratze liegen. Und als ich den Kopf drehte, rollte die Flasche weg und schlug auf dem Fußboden auf und die Wand über mir, die knisterte und knackte und mein Atem flog und der schnelle Herzschlag tuckerte im Gehirn. Verschmutzt und krumm erhob ich mich von meinem Lager und ich stand zwischen Flaschen, Zigarettenasche und Dreck und befand mich in einer trockenen Lache Erbrochenes. Ein scharfer Knall riss mich hoch, die Tapete öffnete sich und schob sich über mir auseinander und das Blumenmuster, von meinem Vormieter geklebt, verformte sich unter meinen Blicken und reliefartig wuchsen Wellen und Buckel aus der Wand und schillernde Farben färbten die rosa Tapetenblumen lila. Und die Tiefen des Reliefs verfärbten sich in ein schattiges Dunkelgrün und aus den Konturen im Mauerwerk hob sich ein Gesicht. Der Umriss eines blauen Mundes deutete sich an und plötzlich schob sich das Gesicht aus der Wand. Die schuppige Haut blätterte ab, rau und porig drückte eine braune Zunge die Lippen des blauen Mundes auf und die Zunge kostete die Luft und die Augen im Stein musterten mich, forschend und neugierig, dann gelangweilt und müde und heiße Angst trieb mich an die Wand. Und ich tastete diesen fremden Kopf ab, ich quetschte meine Finger zwischen die blauen Lippen, meine Hand erkaltete und wurde ebenfalls blau und ich drückte mein Gesicht an die Wand, um den fremden Kopf zu spüren. Die Kälte stieg mir bis in das Gehirn und vorsichtig trat ich einen Schritt zurück. Und wieder wuchs das Gesicht borkig aus der Wand mir weiter entgegen. Jetzt erst erkannte ich mich. Ich war es selbst, gespalten und zerstört. Wie hätte ich lügen und heucheln müssen, um mich jetzt endlich klar zu erkennen? Als wäre mein gesamtes Leben oder gar 1000 Jahre in mir vergangen, nur um meinen Selbsthass zu berühren, zu dürfen
und mein Gesicht verflachte sich wieder und zerfiel und ich begriff, es war die Barmherzigkeit mit mir selbst. Sie hatte sich mir gezeigt, sie fehlte mir, ich musste mich für das flache, hässliche, gewöhnliche und nichtssagende Gesicht, das ich selber war, entscheiden. Im kalten Stein. Ja, und das war zu der damaligen Zeit ein Text, der hat die Leute, man hat ihm gesagt, es ist unmöglich, was er geschrieben hat, der ist ja verrückt, dieser Mann. Das sind ja irre Gedanken, das hat ja mit dem sozialistischen Realismus nichts zu tun. Und deswegen eben, wie gesagt, hatte ich diese Genossen am Hals, die dann daran gearbeitet haben, mir eine zweite Biografie zu bauen. Aber die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Also ich war dann trocken, habe Lesung ohne Ende gemacht und ich habe dann etwas begriffen, das sind nur 5 Zeilen, ja, was dann passierte. Ich habe begriffen, was das ist und bedeutet, zu kapitulieren. Aufgeben, loslassen und Nein sagen, um endlich das Überleben in mir selbst zu finden. Das Überleben ist also mein Leib zu Hause, nicht in meinem Verstand, der dort ständig nach Neuem oder anderen Dingen giert. Es gab und gibt für mich keinen anderen Ort mehr, wo ich mich jetzt in der Welt verstecken oder verkriechen könnte oder wollte. Dieser Ort heißt ja nirgendwo und er ist überall. Und dieser Ort nirgendwo ist das Zuhause in mir. Und zum Leben brauche ich nichts, ich brauche gar nichts, ich brauche nur mich. Ich bin kein Egoist, aber ich bin einer, der sich selbst durch Kapitulation neue Lebenshilfe gegeben hat. Nur so geht es, denn Lebenshilfe ist eine Willensfrage, sondern nur, ist keine Willensfrage, sondern sie ist Einsicht. Die Einsicht, sich selbst zu bewahren und vielleicht anderen zu helfen, um mit dem Leib durch das eigene Leben zu kommen. Ja, das war also dann so im Großen und Ganzen das, auch das Buch, wie es dann endete. Mein Held sitzt im letzten ersten Glas in der Straßenbahn und sieht dann einen nassen Trinker, er ist inzwischen trocken geworden, leidet noch entsetzlich unter den Qualen des Entzuges und sagt, es kann kommen, was will, aber ich helfe dir und ich helfe mir dadurch und ich komme dadurch. Ja, dann hatte ich einen riesengroßen Erfolg. Es gab nur noch 2 Autoren im Bezirk Halle von den 48, die so einen Erfolg hatten. Das war einer, der über Australien Bücher geschrieben hat, und Erik Neutsch, den vielleicht einige Leute noch kennen. Und ich habe eine Auflage nach der anderen bekommen. Das war damals natürlich schön, ja. So eine 30.000er Auflage, das waren dann etwa so 7.000, 8.000 Mark, also keine Euro. Zur DDR-Zeit war das aber eine ganze Menge Geld, ja, nicht? Da hat man ja im Monat 500 bis 800 Mark verdient. Ja, also der Reinhard Ohan war der Meinung, er hat jetzt ein Buch geschrieben, ist genug und das Leben ist jetzt, kann so eigentlich so weitergehen. Ich habe dann angefangen, mich mit Kinderliteratur zu beschäftigen und dergleichen. Und da passierte Folgendes, das uns allen passiert ist. Vielleicht nicht allen, die hier drinnen sitzen, aber fast allen. Das war 1989. Ich saß im Otto-Grothe-Wohlhaus im Kulturbund der DDR in Ost-Berlin und habe eine Lesung gemacht über den Mauerfall, der aus diesen Fragmenten damals, und wunderte mich, am 9. November. Und ich wunderte mich, dass mein Lesepublikum so die Schwindsucht hatte. Ja? Von hinten entfernten sich immer mehr Leute. Es waren so 80 Leute, dann waren es nur noch 50, dann nur noch 30. Da dachte ich, was ist ja bloß los? Hast du so schlecht gelesen? Warum rennen die alle weg? Wie gesagt, am 9. November. Das ist übrigens auch der Geburtstag meiner Frau. Ne? Und ja, da habe ich mich mit dem Dr. Jeser, so hieß er, das war der Leiter des Kulturbundes der DDR, und da sage ich, das ist schön, wir hätten ja eigentlich doch das erste Glas lesen können. Also sie wollten ja mal was Neues und die Zeit ist ja so ein bisschen im Umbruch. Und na gut, jedenfalls bin ich dann in meinen Trabant, ich hatte noch nicht mal ein Radio drin, ja, da bin ich durch den dunklen Osten gefahren, dann unten auf die A10, so wie sie heute heißt, und dann sehe ich noch Skopa, Eleste und Plaste von Buna, die Elbe, Nebel und alles war schlimm, und kam nachts um 1:30 nach Hause. Da sitzt da meine Frau vom Fernsehapparat, ja, und guckt Fernsehen und sagt, Reinhard, die Mauer ist gefallen. Ich sage, ach, das ist doch Quatsch, ich war doch gerade in Berlin, ich komme doch aus Berlin, die Mauer ist doch nicht gefallen. Und das Nächste, was sie sagte, du, jetzt wird bestimmt alles anders und da kannst du nicht mehr Literatur machen. Denn du hast 2 kleine Kinder in dieser Ehe jetzt, ja.
da musst du mal was machen, wo du vielleicht Geld verdienst. Es kann so sein, dass es nicht mehr so weitergeht. Sie hat natürlich recht gehabt. Wir hatten dann am 3. Oktober 1990 dann die deutsche Einheit, ja, nicht? Und damit war dann natürlich der Kohl nicht mehr so fett, ja, von wegen hier 7 Lesungen, 10 Lesungen machen in einer Woche und dann 2.000, 3.000 Mark der DDR, mehr als ein Professorengehalt im ganzen Monat zu verdienen, das war grandios. Irgendwie habe ich natürlich der ganzen Sache auch misstraut, ja, nicht, und so weiter. Und habe dann danach ein Buch geschrieben, und zwar hatte ich einen Nachbarn. Der Nachbar war Major der Staatssicherheit und der hatte auch nur Tränen in den Augen. Ja, jetzt geht unser Land unter und mich hat man schon entlassen am 8. Februar. Was mache ich denn in der Zukunft? Ich sage, na ja, komm, so schlimm warst du bei euch nicht. Habt ihr nur Bürokratie gemacht und so. Wenn du wüsstest, was wir alles gemacht haben und so weiter. Und so ist dieses Buch entstanden. Das ist übrigens 3-mal aufgelegt, 3-mal 30.000 und hier ist noch eine Auflage. Es ist sogar, das ist die berühmteste Buchreihe der Welt, muss ich einfach mal zeigen, ja, in Frankreich, Geschichte mit 2 Gesichtern. In dieser berühmten Buchreihe, die für die Eliten in Frankreich, in den Schulen, in Gymnasien, Universitäten, wurde das Buch 2-mal dann gedruckt und verlegt und es sollte ja noch besser werden. Irgendwann wurde ein Film draus gemacht auf einen israelischen Regisseur, ne, der mit seiner Freundin aus Frankreich das Buch aufgegriffen hat und hat dann das Buch, der Film wurde in 72 Ländern gezeigt und war auch zur Berlinale in Berlin. Da war ich das erste Mal mein Leben auf dem roten Teppich. Ne. Das ganze Kino war voll bis hinten und es saß auch mein Major da drinnen. Ich habe aber einen Vertrag mit ihm unterschrieben, dass ich ihn nie verraten werde. Ich war ja auch gütig immer in meinem Leben und so weiter. Naja, und so hatte ich dann so einen neuen Anfang. Und 1994 bekam ich dann das hier, ja, meine Akten, 2000 Seiten. Und da habe ich dann erstmal graue Haare gekriegt, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ohne Scheu, vielleicht mal, so kann man es gut lesen jetzt, ja, ne. Ja, es kann doch nicht wahr sein, dass diese Leute, ich wusste ja, dass ich Angst haben musste. Ich wurde auch bestellt, man hat mir auch gesagt, passen Sie auf, Herr Hahn, Sie sind ja kein Genosse mehr. Wenn Sie jetzt Ihren Freundeskreis nicht auflösen, dann fahren Sie mit diesen beiden Herren hier vom Gimritzer Damm zum Gimritzer Damm und dann sehen wir uns sehr lange nicht mehr. Das war so schon und ich mit meiner kleinen Tochter und so weiter. Ja. Na jedenfalls... Da war mir erstmal schlagartig klar, ja, wie schlimm das eigentlich doch gewesen ist. Und dann habe ich noch einen jüngeren Bruder, der ist 2009 gestorben, Manfred Maria Hahn. Und mein jüngerer Bruder ist 11 Jahre im DDR-Knast gewesen, also im Bautzen überall. Und über den habe ich nach seinem Tod dieses Buch geschrieben, denn er hatte auch das Alkoholproblem, ja, nicht? Zwar nicht so wie ich. Und er war derjenige, der 11,5 Jahre in DDR-Gefängnissen und nie darüber gesprochen hat. Wir haben jahrelang keinen Kontakt gehabt, weil er seinen eigenen Weg gegangen ist, weil er sich eigentlich schämte wahrscheinlich. Wie ein Trinker sich auch schämt, ja. Warum schämst du dich? Weil ich trinke. Warum trinkst du? Weil ich mich schäme, ja. Und der Manfred ist jünger als ich gewesen und ist 2009 gestorben. Und da habe ich ihm dieses Buch. Und da habe ich erstmal so richtig Wut gekriegt auf diese ganze Geschichte, auf dieses System. Habe gesagt, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein, was da alles passiert ist. Und du hast da mittendrin gelebt. Und es war auch deine Geschichte, mit, die du selbst mit bedient hast. Ja? Und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, ich muss eigentlich für die jungen Leute oder für die, die jetzt in diesen Jahrzehnten geboren worden sind, mal ein Buch schreiben, was wirklich ein Unrechtssystem, was eine Diktatur ausmacht und wie eine Diktatur funktioniert. Mir ist klar, ich bin 1947 geboren. Und wenn jetzt jemand gesagt hätte, du 1914, jetzt musst du in den Krieg, im Ersten Weltkrieg, weil Kaiser Wilhelm hatte beim Frühstücksei-Appellen entschieden, seinen Cousin in Österreich beizustehen und so weiter. Oder die 30er Jahre, da hätte ich gesagt, da habe ich ja noch gar nicht gelebt. Und jetzt sehe ich habe ja insgesamt 11 Enkel, ich habe auch Urenkel, 2. Und jetzt sehe ich natürlich, dass die
keinen Schimmer haben von dem, was vor 89 passiert ist, sondern im Gegenteil, die finden das eigentlich noch manchmal ganz gut, die glorifizieren das. Die Eltern schämen sich wieder, wie mein Bruder auch. Sie sagen nicht alles, was passiert ist, sie reden nicht offen darüber. Und da muss es jemand geben, der offen drüber redet. Und das bin ich jetzt, denn ich kann sagen, ich war dabei gewesen. Ich war also ein Täter, ich bin aber auch ein Opfer geworden und ich habe mein Leben dann in die Hand genommen. Was habe ich dann also gemacht? Nach 1990, 91 habe ich eine GmbH gegründet, die hatte dann irgendwann 40 Mitarbeiter. Ich habe Lehrlinge ausgebildet, Studenten betreut. Ja, ich habe zig Bücher für Autoren gemacht und bin 1900 und wann wurde ich? Moment mal, 65. Das muss ich mir erst mal überlegen. 47 geboren. Vielleicht kann mir jemand hier helfen, aber ich kriege es schon zusammen. Jedenfalls wurde ich dann 65 und die Banken haben mir gesagt, ja, nicht, hör mal zu, du bist jetzt Rentner und dein Verwandten übernehmen jetzt deine Firma. Die Firma ist dann sozusagen, hat sich verändert und ist dann woanders hingerutscht. Und was ich auch noch gemacht habe und sagen möchte, ist, ja, bevor ich hier draus vorlese, man kann im Leben unwahrscheinlich viel leisten und unwahrscheinlich viel machen. Man kann ein paar Mal zerbrechen und wieder aufstehen. Ich habe es gesehen an meinem Bruder, der zerbrochen ist. Ich habe auch gesehen an meiner Frau, die 2000 und in der gleichen Zeit an der Dialyse kam. Ich habe ihr eine Niere gespendet und sie lebt heute noch mit einer Niere von mir und ich lebe nur mit einer Niere und bin immerhin fast 77. Das ist doch eine ganz tolle Geschichte. Das heißt, ich habe es für sie getan aus Liebe, ja. Aber ich werde in meinem Leben das nie vielleicht abarbeiten können, schon, aber vergessen, was alles für Unrecht passiert ist und wie viel Glück ich auch hatte. Das muss ich natürlich auch sagen. Ich habe auch sehr viel Glück gehabt. Ich bin ja ein paar Mal dran vorbeigeschrammt an den Tod und alles und kann nur sagen, das Leben ist eine lange, lange Geschichte, ja. Die wird, und am Ende zu, dann wird es immer kürzer und es geht immer schneller. Ja, nicht, dass es dann vorbeigeht. Aber wenn man ganz jung ist, wenn junge Zuschauer jetzt dabei sind, das Leben ist für jemand, der 20 ist, 25 ist eine ewige Angelegenheit. Er denkt, wenn er 30 wird, er 35, kann er schon gestorben sein. Da hat er schon genug erlebt. So ist es nicht. Es kommt doch so viel. Es kommt doch Ehe, es kommen doch Kinder, es kommt Arbeit, es kommen Niederlagen, es kommen Süchte, es kommt auch Tod. Ja, es kommt alles. Und deswegen sage ich mal, wehret den Anfängen, seid gegen Krieg. Und das beste Mittel ist natürlich, um gegen Kriege zu sein und gegen Gewalt und Verderben zu sein. Derjenige sucht in sich selbst den Frieden seiner Seele. Und das ist das, was ich hiermit sagen will. Ich habe den Frieden meiner Seele gefunden und mein Zuhause gefunden. Das ist mein Leib. Und den verborge ich auch nicht, den schenke ich auch nicht. Da gehe ich auch nicht in Kampf für andere, sondern das ist meins. Das gehört mir. Denn das Leben, das muss ich natürlich sagen, mit jemandem, der ein Prädelier hatte, ist eine einmalige, besondere, unaustauschbare, schöne, tolle Angelegenheit. Auch dass die Tränen und auch das, was wehtut, auch das ist irgendwann schön, weil man hätte es sonst nicht erlebt. So, und jetzt die Genossen des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Das lese ich jetzt nochmal vor. Den habe ich natürlich ein Denkmal gesetzt und da habe ich etwas Literarisches gemacht, was es eigentlich gar nicht so gibt. Die haben ja über Reinhard Ohan ein Buch geschrieben mit ihren Informanten. Und dieses Buch, was sie da geschrieben haben, oder diese Berichte, ja, diese Berichte habe ich genommen und habe die verarbeitet zu einem Roman. Und dann habe ich die Leute dann sozusagen da reingesetzt. Und das lese ich jetzt noch mal zum Abschluss dann vor. Also Oberstleutnant, das ist also ohne Scheu, verriet nicht. Das 1985 spielt das, ja, das muss man sich vorstellen. Verriet nicht, dass er schon im Beratungsraum des Oberst Dr. Schuppe verantwortlich für Kaderfragen gewesen war. Nur hier im Referat 7 wusste es keiner. Robert Kunz war in seiner persönlichen Sache 2 Etagen höher einbestellt worden. Er hatte Doris seine Frau geschlagen und der Genosse H. von der K1, der saß mit zu Beginn des Gespräches im Raum. Die Anzeige und das ärztliche Attest stand zur Disposition.
Und Robert entschuldigte sich bei seiner Frau Doris und sagte, ich werde nie wieder was trinken. Aber trotzdem bin ich natürlich kein Alkoholiker. Robert entschuldigte sich nicht nur, sondern er sagte, sie sei ja eine feste, beherzte, gute Genossin und sie würde doch bestimmt die Anzeige zurückziehen. Sowas spielte sich also in diesem Gebäude auch ab. Und danach legte der Genosse Oberleutnant dem Oberst die letzten Protokolle über den OPK Breuler vor, der operative Kontrollkommissionsvorgang. Breuler, wie eine Entschuldigung oder als Morgengabe, die er mit den Worten kommentierte, er sei zutiefst beunruhigt und leide, so seine Ärztin, unter vegetativer Dystonie wegen der Differenzen im Referat. Und die politischen Ziele seiner Tätigkeit wirkten sinnentleerend auf ihn, weil er keine Erfolge hatte. Und solange es Leute in verantwortlichen Positionen gäbe, die sich über seine Arbeit sogar lustig machen durften, und wäre es nur der Leiter eines Kulturzentrums, resigniere er absolut und trinke wahrscheinlich zu viel. Genosse Oberst Dr. Schuppe nahm darauf das Telefon und bestellte einen Gesprächstermin bei dem Rat für Kultur des Bezirkes Halle. Erst danach ließ er einen grandiosen Satz vom Stapel, als er die letzten Berichte der inoffiziellen Mitarbeiter überflogen hatte und sie ablegte. Kunz, weißt du, was du mit den Händen aufbaust, das reißt du mit dem Arsch wieder ein. Ich bin doch für eure Entwicklung, für die Kaderprobleme zuständig, aber nicht für das Operative. Da musst du selbst zurechtkommen mit deinen Leuten. Damit kannst du auch zu Dr. Huhn gehen. Ich werde aber mit ihm reden, damit du nicht noch tiefer in die Depression fällst. Und für dich gesagt, eine Tür wenige Schritte weiter, da sitzt der Generalmajor. Dort hört jede Hilfe auf, also versuch dich zu ändern. Und mit dem Hinweis, Abhilfe zu schaffen und etwas Helfendes vorzubereiten, damit der OPK nicht außer Kontrolle geriete, entließ der Oberst Dr. Schuppe mit diesen Worten den Genossen Kunz, der mit der Hempel und dem Hauptmann darüber nachdenken sollte, was jetzt am besten zu tun wäre und wie er seinen Alkoholkonsum einstellen könne. Der Bericht des IME, des informellen Mitarbeiters Werner Knaack, war eindeutig zuzuordnen. Er war fest und klar auf der Linie, die sich auf Reinhard Ohans Charakter und seiner negativen Einstellung zum Staat bezog. Und vor allem beschrieb der Knaack präzis den Mangel an Hahns Fähigkeiten, verantwortungsvoll mit Kindern und der Literatur umzugehen. Darauf konnten sich dann die Genossen einigen. Kunz innerliches Befinden litt nicht mehr so sehr. Und nach dem Gespräch mit Oberst Dr. Schuppe besserte er sich wieder. Und Kunz tat das auch, was er am wenigsten konnte. Er hielt sogar einige Tage den Mund, rechtfertigte sich bei keinem und schwieg sich zu allem aus. Etwas schwieriger war der Bericht des IME Bodo Schreier einzuschätzen, der sie indifferent ausdrückte, doch hier war er zu erkennen, wenn der Mitteldeutsche Verlag den Titel mit dem Alkoholismus schon 3 Jahre auf Eis gelegt hatte, muss es ja mit dem Einfluss des Leiters des Literaturzentrums auch nicht weit her sein, wenn er die Qualität des Manuskriptes eben nicht richtig einschätzen konnte. Und den Anschlag in der Bewertung der beiden IM-Berichte für den OPK Breuler, also diesen Hahn, gab die Feststellung des Genossen Krüger. Und er sagte, ich kenne die Quelle Bodo Schreier recht gut, die auch im Bereich der Kirchen im Einsatz wäre, besonders in der jüdischen Gemeinde. Um unerkannt der Gemeinde Angehörigen zu dürfen, habe der informelle Mitarbeiter Schreier, er wisse es aber nicht so ganz genau, sogar eine Resektion seiner Vorhaut vornehmen lassen, um auch für Eventualitäten gesichert zu sein, zum Beispiel bei einem Saunabesuch oder beim Umziehen am Badestrand, was ja der Fall gewesen sein soll. So wurde es ihm abgenommen, doch ein echter Jude zu sein und nur nicht mit Worten dafür in Erscheinung zu treten. Sehr viel Einsatz, bemerkte die Genossin Hempel. So ein beschnittenes Ding habe ich noch nie gesehen. Sie lachte so ansteckend, dass die Männer erst grinsend ihr zunickten und dann alle lachen mussten. Und die drei Offiziere einigten sich auf das, was schon ohne ihr Wissen abgesegnet worden war.
Da sie aber das bis auf den Oberleutnant Kunz nicht wussten, entschieden sie sich mit der Überzeugung, mit dem Referenten für Koordinierung, den tätigen Genossen Krüger, in die Absprache zur Bezirksleitung der SED mitzunehmen. Und es kam auch beim Rat des Bezirkes zu einem Gespräch mit dem Genossen Günther K., der bewegt werden sollte, den Leiter des Literaturzentrums von seiner Funktion berufen. Das sei auch mit dem Genossen Bernhard abgestimmt, denn er ist immerhin der Sekretär der Bezirksleitung der SED Halle. Und das Gegenkommen des Ratsherrn war sehr auffällig. Er diskutierte nicht, sondern er stieg in das Gespräch sofort ein. Er selbst brauche jeden Mann für sich, sagte er. Und Schumann würde, solange wie der Fall Bräuler I noch nicht abgeschlossen sei, aber in der Funktion des Leiters bleiben. Und so fiel der Genosse I.M.E. Gernert schon nach oben, bevor er gestürzt werden konnte. Und die Genossen der Bezirksverwaltung konnten ihre Favoriten durchsetzen, unter anderem die Genossen Silvia A., denn sie war Hauptmann, hatte bisher wegen ihres guten Aussehens, es waren besonders die lila Haare, kaum Beachtung gefunden, weil sie bisher keine bekannte wesentliche Leistung in der Bezirksverwaltung am Gimmeritzer Damm vollbracht hatte. Wichtig war aber, sie war zuverlässig, wie fast alle Genossen in diesem gewaltigen Haus. Und vor allem ihr Mann, der Genosse A., war der Leiter einer Dienstabteilung und beide arbeiteten daran, bei der erstbesten Gelegenheit in die neue Hauptverwaltung A nach Berlin zu ziehen. Dort war nämlich die Zukunft, dort öffnete sich die Welt und überall dort, wo man einander die größtmöglichste Verschwiegenheit zusichern konnte, sprachen die Genossen über den neuen Ton und den Stil, der im Süden Berlins und im Osten herrschte. Von einem Genossen geführt und beherrscht und von edelstem Machtanspruch getrieben in ein Geschäft, das Spionage herstellte. Und keiner sprach ihnen den Namen laut aus, den Namen Markus Wolf. Und das marxistische Grundgefühl, falls es so etwas gab, raunte den Genossen zu, eine neue Zeit, eine mit Gorbatschow, mit anderen progressiven Kräften, bräche leuchtend an. Man sah auch Egon Krenz in der aktuellen Kamera öfters mit anderen Augen, mit mehr Wohlgefallen, und niemand störte sich mehr an sein großes Gebiss und an der wie mit Reif belegten Stimme, die ihm öfters auszurutschen schien, wurde er laut und unbeherrscht. Das ist also der Roman über die Leute des Ministeriums für Staatssicherheit, wie die ihre Arbeit gemacht haben, wie sie sich mit den OPK Bräuler, dann gab es dann OPK Bräuler 2 noch, dann gab es noch einen OPK Schreiber, das war ich dann immer gewesen, und man hat dann da so 2000 Seiten gesammelt. Ich habe wegen meiner versuchten Republikflucht 1962, war ich 15 Jahre alt, und bin bis in Berlin, bis in die Invalidenstraße vorgedrungen. Dann habe ich 60 Jahre später eine fünfstellige Summe bekommen für die Freiheitsentziehung als 15-Jähriger. Ich wurde damals in ein Kinderheim gebracht und wusste gar nicht, dass es eine Freiheitsentziehung ist, aber nach bundesdeutschem Recht ist es eine, und ich bekomme auch eine kleine Rente als Opfer des Stalinismus oder irgendwo. Eigentlich bin ich ja auch Täter, ich habe das alles aufgeschrieben. Ich war ja bis 1976 Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, und ich sage das immer, in der Deutschen Demokratischen Republik. Also die DDR hat sich auch als demokratischer Staat verstanden, so wie wir heute ja um unsere Demokratie ringen. Und da sage ich dann als Autor, noch wichtiger ist, und das sage ich hier, weil ich das geschrieben habe, die Freiheit eines Menschen. Wenn er frei ist, dann ist er überall frei. Er kann aber in jedem System frei sein, aber nicht in jeder Ordnung, ja, in jeder staatlichen Ordnung. Da gibt es Unterschiede, sonst gäbe es ja nicht diese Demokratie. Ja, deswegen, wie gesagt, also doch alles sehr erfolgreich und eigentlich auch gut, dass ich noch sage, ich bin gesund und meine Kinder haben mich gerne und meine Enkel auch und meine Frau ist auch gesund, und ich kann nur sagen, wenn sich jemand für die Bücher interessiert, die kann man ja beim Projekteverlag Hahn bestellen oder in der Buchhandlung, wobei das jetzt nicht mein Anliegen ist. Mein Anliegen ist, haben Sie Mut, vergessen Sie sich selbst nicht, wenn Sie nach vorne denken, also nehmen Sie Ihren Leib mit, der gehört zu Ihnen. Sie können
in die Antarktis gehen, nach Südamerika, aber sie sind immer auch mit ihren Hintern verheiratet, nicht nur mit ihrem Verstand. Das ist das Allerwichtigste, was ich sagen kann. Und denken Sie daran, der ist manchmal wichtiger als der Verstand. Ja, so habe ich eigentlich noch nie eine Lesung oder so einen Vortrag beendet, aber ich glaube, das war mal, das musste mal gesagt werden. Ja? Dankeschön und alles Gute dem offenen Kanal und denen, die heute hier mir geholfen haben. Da bedanke ich mich ganz herzlich für diese gute Vorbereitung und für dieses wunderschöne Ambiente und vor allen Dingen die Templerkapelle, die ist fast 1000 Jahre oder 800 Jahre alt. Wer weiß, was die schon alles gesehen hat. Aber das hat sie noch nicht gehört, was ich heute gesagt habe. Dankeschön.